Hallo, herzlich willkommen, grüß Gott auf der schönen Insel bei Pfiffikus. Wir möchten heute mit unserer Reise weitermachen. Wir wollen ja über Europa hinaus und da möchte ich einige Sachen Ihnen vorstellen. Aber der Pfiffikus, der hat gesagt, komm, wir bleiben auf der Insel. Jetzt ist Winter. Und lass uns zu Hause bleiben und zeig doch mal den Kunden und den Leuten, die so gerne unsere Bratlinge essen, was sie noch alles damit machen können. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann bleibe mir daheim und machen es uns hier gemütlich. Und ich möchte euch mit meiner Pfiffikus leichten Ratzfatzküche ein paar Produkte vorstellen und auch ein paar Rezepte mit euch machen. Ich möchte euch einfach zeigen, was man so schnell machen kann und wie lustig und wie fröhlich das ist, dass man auch mal mit Kindern was machen kann und dass es auch den Kindern schmeckt. Und übrigens, die Männer, die haben es auch gern, weil ich habe sie nämlich richtig herzhaft gemacht. Denn die Männer brauchen immer ein bisschen was Herzhaftes, was gut Gewürztes. Und unsere Küchle, die sind nämlich herzhaft und gewürzt. Und jetzt legen wir los. So, liebe Freunde, ich glaube, wir fangen mal zuerst mit den Kartoffelbratlingen an. Da machen wir ein tolles Rezept und Sie werden staunen und sich wundern. Dann geht's weiter mit den Dinkelbratlingen. Dann machen wir noch was mit den Reisbratlingen. Und zum Schluss gibt's noch die Moritzle. Und da gibt's eine ganz tolle Geschichte. Mein Enkelkind heißt Moritz. Und der Moritz, der hat eine Glutenallergie. Und da hat er eines Morgens mal, als ich mich verabschiedet habe, wo ich wieder zurück auf die Insel bin, er lebt in Augsburg, da hat er gesagt, Oma, machst du mir auch mal was, wo ich essen kann, mal was Süßes? Und dann gab er mir 1,50 Euro aus seinem Sparschweinchen. Ich war so gerührt, ich habe fast geheult vor Freude. Und weil ich so geschlafen habe, weil ich für das Kind noch keine Moritzle erfunden habe. Er musste mich darauf aufmerksam machen, dass ich die Moritzle für ihn entwickle. Hatten allerdings noch nicht den Namen Moritz. Dann hat es gerattert während der Heimfahrt. Und als ich dann auf der Insel ankam, da hatte ich in Gedanken dann das Rezept. Aber jetzt, liebe Freunde, die Tuba ist heute nicht da. Die ist unterwegs. Und die Tuba zeigt euch das nächste Mal, was man alles mit Moritzle machen kann. Also Spannung halten. So! So langsam wird es knusprig. Sieht schön aus. Sieht schon lecker aus. Ja. Und was, ich muss ein bisschen was erzählen. Das Rezept, das habe ich gar nicht erfunden. Das haben mir die Kunden gesagt. Also die haben gesagt, ja, sie haben keine Zeit zum so Küchle machen und so. Bei ihnen muss es schneller gehen. Und dann hat die eine hat zu mir gesagt, ja, sie macht eine Bolognese. Und da habe ich gedacht, was, Bolognese? Habe ich gar nicht gewusst, dass man das aus meiner Küchle machen kann. Die andere sagt, ja, mir pressiert's immer. Ich wirf das in die Pfanne und rühre das rum. Und dann kommt das einfach aufs Gemüse, das kommt auf den Salat. Und dann hat sie sogar eine Sättigungsbeilage noch dabei, gell? Und darum ist eigentlich der Film entstanden. Der Pfiffikus wollte, dass mir jetzt da bleibt und dass mir Ihnen das nochmal richtig schön zeigt. Und das finde ich immer so toll. Wir machen was und der Kunde ist dann zufrieden und dann hilft er mit und gibt uns neue Rezepte und oder neue Ideen. Und dann, das ist einfach der Hammer. Da muss man gar nicht mehr so viel machen. Man muss einfach zuhören und sagen, okay, was ist da für eine Botschaft drin? Kann ich da was damit anfangen?
Und ich bin so ein Typ, ich mache was, ich finde das toll, und dann muss das aber jeder gleich auch können und auch wissen, und das muss ich sofort weitergeben. Und so sind diese Größel entstanden, und auch nachher geht es noch weiter. Oh, ich bin gespannt. Sadele, liebe Kunden, liebe Freunde, jetzt sind die Größel so richtig schön knusprig. Und jetzt sind sie verzehrfähig. Sieht aber lecker aus. Ja, du weißt, was noch ganz super cool Was ist? denn? Du kannst einfach hier, wenn du nicht alle isst, Ja. nimmst sie einfach in ein Und Glas. nasch die einfach. Du kannst sie naschen, oder Oder? ich habe sie bei mir daheim schon 14 Tage im Kühlschrank stehen. Du kannst immer, wenn du irgendwas machst, wenn du einen Salat machst oder wenn Kartoffeln machst oder irgendwas Knuspriges irgendwo oben drauf haben willst, kannst du sie wunderbar Das ist ja drauf genial, machen. da kann ich die immer wieder verwenden. Ja, kannst du in den Kühlschrank stellen, kein Thema. Toll, toll, toll. Gell? Super. Ich allzeit bereit. Gute Köchin, gute Hausfrau, die hat immer ein bisschen was im Petto. So, also das ist jetzt fertig. Dann nehmen wir jetzt ein paar Spaghetti. Ich nehme manchmal einen Schuss Olivenöl noch unten rein. Oh ja, lecker. Ein Lavendel ist auch noch mit da. Hallo, Auch grüß lecker. dich. Ja gut, du kommst in die andere Eine Pfanne. kreative Küche, oder? Ja, dann tue ich jetzt da die Nudeln da rein. Ich nehme natürlich Tent oder die Finger. Tent, das ist auerisch, aber es heißt ja Finger. Die nehme ich jetzt mal darüber, dann siehst du vielleicht besser mit deiner Kamera. Dann mache ich da jetzt die Ah. Tomatensoße da oben drauf. Ja. Schalte es nochmal ein wenig höher, ein bisschen höher. Und ja, Weißt du was? Ich komme einfach mal näher zu dir. Spitze, cool. Ich sehe Ja, es besser. genau. Ja. Sind so die Tomatensoße Und auf der das ist, Spaghetti? ja, die Tomatensauce ist jetzt da oben drauf. Und die Kruste sind immer noch daneben, gell? Die sind immer nur da, die wartet jetzt. Sennlicht. Ich muss einfach nur mal schwenken. So. Ach, ich mache noch ein bisschen. Hä? Komm, wir haben ja Also, noch reichlich, gell? Sösle ist ja immer was Wichtiges, gell? Gut. Dann nehmen wir mal unsere Gröstel. Und dann tun wir die einfach da oben drauf. Und das ist dann eine perfekte vegane, vegetarische, fleischlose Bolognese Es ist so einfach. Es von der ist nur mit Insel. den Bratlingen. Genau. So einfach. Und so schnell. Und darum ratzfatz. So, dann schalten wir es aus und stellen wir es daher. Jetzt wird probiert. Hinter der Scheibe stehen schon die Kunden. Die dürfen nachher auch mitprobieren. Aber ich habe es ja gemacht und ich probiere jetzt mal So viel, zuerst. bevor du probierst, Hä? lässt du mir auch noch was übrig. Auch Das ein habe ich noch bisschen nie mehr. Ich glaube, ein bisschen gehört. Das wird sieht dann noch so übrig lecker sein. aus. Also, hinein damit. Einfach toll. Die Bolognese, ihr müsst es einfach mal testen. Und wenn es euch nicht schmeckt, nee, sagt es mir lieber nicht, weil ich weiß, dass es schmeckt. Aber ich freue mich über jede Rückmeldung. Hoffentlich klappt sie bei euch genauso gut. Und übrigens, wenn sie mal Reisnudeln macht, dann können sie unsere Reisbratlinge machen, und mit den Reisbratlinge können Sie auf die Reisnudeln genauso ein tolles Geröstel machen. Oder auch mal in die Hokkaido-Suppe. Jetzt ist Herbst, Winter. In eine Süpple schmeckt es wunderbar. Alles, was knusprig ist, schmeckt. Also, dann. Man sieht, es ist so variantenreich. Wie lass es dir schmecken? Oh, ich muss noch einmal. Einmal. Fifi, vielen Dank. Ich muss jetzt aufhören. Ich probiere jetzt auch. Habe die Ehre.
jetzt kommen die Kartoffelbratlinge dran. Aber dazu muss ich jetzt zuerst mal aufstehen. Eine Oma darf auch mal eine Pause machen zwischen den Drehen. So, liebe Leute, ein Kartoffelbratling, wie schon angesagt. Heute mal nicht als Bratling, aber ich habe trotzdem ein paar gemacht. Ich muss euch das einfach nur zeigen, dass ihr das nicht vergesst. Das sind jetzt Kartoffelbratlinge da, die da. Schau mal, Nadja. Und in dem Küchle und auch wieder so für 2-3 Personen. Und dann könntest du mal schnell gucken. Ich habe es da schon angerührt in der Schüssel. Ah, das war mit dem heißen Wasser. Ne? Genau, so 200 Milliliter kochendes heißes Wasser aus dem Teekocher. Und kurz quellen lassen. Genau. Und dann? Und liebe Kunden, nicht vergessen. Hände nass machen. Dann gehen wir jetzt in die Bratabteilung, in unsere tolle Küche, in unsere Pfiffikusküche. Da machen wir jetzt ein bisschen Öl rein. Also ich tendiere immer schon zu du mehr. Du, ich habe da noch mal eine Frage. Ist ja. Es egal, was für ein Öl? Also ich habe jetzt da Olivenöl genommen. Was noch ganz toll ist, das wäre natürlich auch Butaris oder Kokos oder die Ghee-Butter. Die ist natürlich schon toll, gell? Wenn man Ghee-Butter macht, die kann man halt auch toll erhitzen. Also ich habe halt gern so schöne, feine, pflanzliche Öle. Aber gut, ich meine, die Kunden, die wissen ja, was sie für Öle daheim haben und welches Öl, das sie gerne nehmen. Also man kann flexibel sein. Wichtig ist, dass man es gut erhitzen kann, weil es halt doch eine gewisse Zeit in der Pfanne bleibt, gell? Das ist ja gut, wenn man da variieren kann mit dem Öl. Und ich drücke das dann immer, ich bin halt Köchin und dann kann man da auch mal reinlangen. Aber Sie können das alles mit dem Kochlöffel machen. Ich drücke das dann zusammen, wie so eine Rösti. Sieht jetzt schon lecker aus. Ja. Also Rösti muss man ja auch immer ein wenig zurechtdrücken. Das ist halt bei den Schweizer so. Da muss man einfach ein wenig drücken. Und dann halt irgendwann geben sie den nach. Und dann sind sie richtig. So, jetzt ist die Rösti so circa 10 Minuten auf der einen Seite gebraten. Und Sie können jetzt einen Teller nehmen, so wie Sie es eigentlich immer machen. Sie können den Teller nehmen oder Sie können auch die Rösti nur so rumdrehen. Nur so, ist gar nicht so einfach. Ich zeige es mal, wie ich immer mache. Dann mache ich das so und schwupp. Schon hat sie sich gedreht. So sind Schweizer, die sind halt sehr flexibel. Und die sind auch gelenkig. Aber jeder Koch, und wenn er noch so lang kocht und wenn er noch so gut kocht, der freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn ihm die Sachen nicht aus der Pfanne hüpfen. Sie sind nicht alleine. Man hat mehr Routine, aber man ist jedes Mal glücklich, wenn es geklappt hat. Und sonst nehmen sie einfach so einen Teller, der ist übrigens von der Oma Hanni, Fischerstube-Gründerin von der Insel Reichenau. Das ist unser Erbstückle. Und das verehre ich sehr, sehr, sehr. Und es muss auch jeder hören, ob er es will oder nicht. Gut, jetzt sind Le. So viel zum Thema Insel Reichenau und Fischerstube und Heimat. Gut, jetzt lassen wir die Rösti vielleicht. Ja, ich habe es jetzt schon vor lauter Schwätze 5 Minuten drinnen. Jetzt warten wir noch mal 5 Minuten und dann können wir sie schon anrichten. Und seht ihr, in einer Viertelstunde haben sie eine Rösti und dann haben sie einen Salat dazu oder sie machen ein Gemüse dazu, was es halt gerade so gibt, alles schnell aus der Pfanne. So, jetzt die Rösti fertig. Alle zum Essen kommen oder alleine. Das gut. Sieht lecker aus. Das war der Kartoffelrösti, der Kartoffelbratling, gell, Pfiffi? Aus der Bratlingsmasse, aus der Bratlingsmasse. Oh, fein. Toll, und so schnell. Schau mal, ich stelle das jetzt daher. Da stellen wir es her und da sind sie, unsere Bratlinge. Und so sehen sie aus, wenn sie von Hand gedreht werden. So, jetzt nehmen wir noch ein paar Peterle.
Sie können übrigens Petersilie nehmen, wie Sie wollen. Ich bin das halt gewöhnt von früher, die krause Petersilie. Jemand anders sagt wieder was anderes, aber ich mach's halt so. Und das lege ich dann nur so oben drauf, dass die Kinder, wenn die das nicht möchten, können sie es wegnehmen. Sie können ein tolles Spiegelei noch drauf machen oder ein tolles Gemüse. Aber ich glaube, ich habe schon gesagt. Aber das wäre jetzt die Rösti. Viertelstündle. Guten Appetit.